Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen, zu unserem neuen Termin Expertinnen und Experten am Campus. Heute darf ich ganz herzlich die Sandra Zingeler begrüßen, Agile Coach und Scrum Master. Und ja, liebe Sandra, du wirst uns heute zu dem Thema auch einiges erzählen können. Vorab, wir entwickeln ja unser Format auch immer ein bisschen weiter und versuchen das Ganze zu optimieren. Daher, liebe Sandra, bist du heute die Erste, die mit unseren neuen Einstiegsfragen konfrontiert wirst. Das heißt, ja, das möchten wir künftig allen unseren Expertinnen und Experten vorab stellen. Legen wir einfach mal los. Also es sind so drei Fragen in ungefähr 30 Sekunden. Wir gucken nicht auf die Uhr, aber einfach ganz kurz aus dem Bauch heraus beantwortet. Was ist deine liebste Beschäftigung am Tag? Am Tag? Oh, verdammt. Nackt erwischt. Jetzt im Homeoffice-Zeit tatsächlich mein Büro auf dem Balkon verlegen. Das finde ich großartig. Ja. Sehr gut, ja. Wo würdest du leben, wenn du frei wählen könntest? Oh, in der Karibik. Das geht schnell. Ich habe mal drüber nachgedacht. Ja. Was würdest du heute deinem jüngeren Ich gerne sagen wollen? Mach dir nicht so viel ins Hemd, mach einfach. Ja, sehr cool. Ja, das waren auch schon die ersten drei Fragen. Vielen Dank. Finde ich, gibt immer einen schönen Einblick über die Personen, die wir gerade interviewen. Ja. Ja, das stimmt. Ich war ein Schisser und wohne gerne in der Karibik. Naja, es ist ja jeder, vor allen Dingen im jüngeren Alter, immer sehr vorsichtig. Von ja. Ja. Ja, das stimmt. Ja. Okay, dann starten wir jetzt mit den anderen Fragen. Sandra, agile Arbeit. Hört man ja aktuell überall, ist in aller Munde. Du bist agile Coach. Und was genau können wir denn jetzt unter agiler Arbeit uns so vorstellen? Und was macht ein agile Coach eigentlich so? Okay, also agile Arbeit ist... Also ein großes Komplex, eine große Angelegenheit und momentan ein bisschen eine Trend, auch ein bisschen ein Trend. Aber grundsätzlich ist agile Arbeit eine unternehmerische Antwort auf eine immer komplexer werdende und sich immer schneller drehende Welt. Also auch befeuert durch die Digitalisierung in den letzten 10, 20 Jahren hat man festgestellt, dass es unglaublich wichtig ist für Unternehmen, flexibel zu reagieren, innovativer zu sein und im Idealfall auch proaktiv zu handeln und Produkte und Projekte zu entwickeln. Und dafür wurde die agile Arbeit entwickelt. Also das sind ganz oft so aus Best Practices herausgekommen. Also man hat eben festgestellt, mit dem klassischen Wasserfall kommt man nicht weiter. Irgendwie mit klassischen Konzepten irgendwie kriegt man keine Innovation raus. Irgendwie man ist nicht schnell genug, man kann nicht flink genug reagieren. Und da wurde das Konzept der agilen Arbeit entwickelt. Und agile Arbeit zielt darauf ab, schnell auf Unvorhergesehenes reagieren zu können. Und zwar, indem man die kleinsten Einheiten, die da sind, nämlich das selbstorganisierte Team, zum einen dazu bringt, dass es selbstorganisiert ist und die richtigen Entscheidungen im richtigen Moment treffen und dass viele selbstorganisierte Teams optimal zusammenarbeiten. Also du hast lauter kleine bewegliche Einheiten, die dafür sorgen, dass das Ganze kein starres Konstrukt ist, sondern eher wie so ein geschmeidiges Netz, das sich individuell immer wieder neu ausrichten kann und dann für den Moment und für den festgelegten Zielraum, den man dann hat, die besten Entscheidungen trifft. Und ein Agile Coach ist eine Person, die das Ganze unterstützt. Also Agile Coaches helfen beim Navigieren durch agile Prozesse. Ja. Und wie machen wir das? Kurze Zwischenfrage. Würdest du sagen, agile Arbeit ist überall möglich? Oder würdest du sagen, ja, es gibt auch vielleicht Organisationsformen oder Unternehmen, wo sich nicht unbedingt anbietet? Also ich würde sagen, also agile Arbeit hat halt, also ein Fundament von agiler Arbeit ist immer Freiwilligkeit, Selbstorganisiertheit. Und das ist etwas, wo ich glaube, das ist grundsätzlich in jedem Arbeitskontext wünschenswert. Es gibt aber natürlich Prozesse, die sind
ganz logisch aufeinander aufbauend. Also wo man sagt, das ist, also das muss einfach so sein, es geht nicht anders. Ne? Aber selbst da lohnt es sich, also selbst da kann man agil arbeiten. Also ein Haus zum Beispiel, da kannst du nicht als erstes irgendwie also man kann nicht als erstes den Estrich verlegen, wenn du kein Haus, also wenn du das Haus noch nicht hast irgendwie. Mhm. Und dementsprechend würde man sagen, das ist logisch aufeinander aufbauend. Da ist ein Wasserfall eine gute Sache, aber grundsätzlich könnte man das auch agil aufziehen. Also man könnte da auch sagen, wir arbeiten mit Kanban irgendwie. Ne? Also du hast dann irgendwie die To-Dos und die Leute ziehen sich selbstständig die Sachen und im Endeffekt kommen ein gut abgearbeitetes, eng ineinandergreifendes System raus, mit dem man dann gut und zügig Häuser bauen kann. Das auf jeden Fall. Agil ist aber auch immer teuer. Also das es ist ein Irrglaube, dass mit Agilität alles super schneller und super billiger wird im Endeffekt. Also es kommen bessere Produkte raus und irgendwann hat man einen Flow, aber das ist am Anfang überhaupt nicht schnell und am Anfang auch überhaupt nicht günstig. Okay. Also man muss sich überlegen, ob sich das tatsächlich lohnt. Also die Verhältnismäßigkeiten müssen okay. stimmen. Ja. Und aber grundsätzlich ist es, ich betrachte das als eher ein menschenfreundliches Arbeitssetting und dementsprechend halte ich das schon tatsächlich für empfehlenswert. Also okay, das heißt, als Agile-Coach bist du ein Menschenfreund? Tatsächlich, ja. Du hast das, glaube ich, in unserem ersten Gespräch mal gesagt, so ein bisschen Kindermädchen auch. Das habe ich so nicht gesagt. Nein, also man kümmert sich auch um menschliche Belange ganz viel und es ist ganz wichtig, auf Leute einzugehen und es ist auch ganz wichtig, Menschen zu mögen. Wenn du Menschen nicht magst, ist das nicht dein Job, also weil du musst dich jeden Tag mit Menschen auseinandersetzen und mit Prozessen. Menschen gestalten diese Prozesse und ja. wenn Menschen das nicht machen, dann funktioniert der Prozess nicht und so weiter und so fort. Also ein Grundverständnis für wie Menschen ticken, eine Grundempathie. Warum ist das, was gerade passiert, warum passiert das? Dass man darauf eingehen kann, das ist ganz, ganz wichtig, auf jeden Fall. Ja. Ich korrigiere mich auch nochmal. Du hast nicht gesagt, du bist das Kindermädchen, sondern es wird von außen oft so gesehen. Mhm. So. Ja. Ich habe mich falsch ausgedrückt. Sorry ja. dafür. Also nicht, dass du dir, dass da jetzt der Shitstorm auf Sandra losgeht. Das hat sie natürlich nicht gesagt, dass sie das Kindermädchen ist, sondern dass das von außen oft so bezeichnet wird, als wenn man Agile-Coach ist, bös gesagt, hier, du bist doch das Kindermädchen für das Team. Ja, oder mach mal, dass sie das machen. Ne? Genau. So. Genau. Mach mal, wo ich mir denke, genau. ja. so funktioniert das nicht. Wir reden ja. hier von Servant Leadership. Das ist es nicht. Irgendwie. Ja. Ich mache hier keine Ansagen, also im Sinne von, du machst jetzt das und das, weil das und das. Ja. Funktioniert das nicht. Jetzt bist du ja neben dem Agile-Coach auch noch Scrum Master. Wie ja. passt denn das zusammen, beziehungsweise wie gehört das zusammen? Mhm. Also das passt eigentlich ganz gut zusammen, weil in dieser agilen Welt gibt es verschiedene Rollen und eine Rolle ist Agile Coach, dann beschäftigt man sich halt einfach mit agilen Prozessen, man begleitet Leute durch Veränderungen im Sinne des agilen Manifests, das ist die eine Sache und große Teile davon, und Scrum Master ist eine andere Rolle in dieser agilen Welt und die sich aber auf Scrum-Prozesse oder beziehungsweise auf das Scrum-Framework festgelegt hat. Also man hat sich da so ein kleines bisschen spezialisiert. Die beiden Jobs haben ziemlich große Schnittmengen. Also in beiden kannst du als Berater auftreten, in beiden kannst du als Trainer auftreten, in beiden kannst du als Coach auftreten. Aber als Agile-Coach solltest du eigentlich immer eine Coaching-Haltung haben. Das heißt, das Ergebnis gehört immer dem Coachee. Also du arbeitest mit Leuten zusammen, denen du hilfst, für sich, für den Prozess, für den Moment die optimale Entscheidung zu treffen. Und man ist ein Befähiger, also man ist jemand, der Leuten das gibt, was sie brauchen, um diese Entscheidung gut und richtig zu treffen. Und als Scrum Master pflege ich einen Scrum-Prozess. Also ich habe bestimmte Artefakte, die da drin sind, beziehungsweise bestimmte Regeltermine, wie das Daily, Retros, irgendwie wir haben Planning und Refinements noch und das sind alles Sachen, die in meinen Aufgabenbereich fallen. Ich bediene mich aber durchaus Methoden und Techniken, die man als Agile Coach auch hat. Also zum Beispiel Teamentwicklung spielt in beiden eine relevante Rolle und da gibt es Handwerkszeug, mit dem man in beiden Bereichen ganz hervorragend arbeiten kann. Und ich arbeite in der Firma. Bitte?
es unterstützt sich, aber das eine schließt das andere. Also man muss nicht beides sein, um das eine zu können, aber es unterstützt sich gegenseitig. Auf jeden Fall. Also man kann ganz hervorragender Scrum Master sein, ohne ein Agile Coach zu sein, und man kann ganz hervorragender Agile Coach sein, ohne jemals mit Scrum gearbeitet zu haben. Das ist absolut möglich. Ja. Ja. Und also ich arbeite gerade in einer Firma, die mit Scrum arbeitet, und dementsprechend ist meine Rolle da in der Position ein Scrum Master. Mhm. Ja. Und jetzt mal auf beide Bereiche blickend, was macht dir da am meisten Spaß? Also ich glaube, ich habe so ein Verbesserungsfimmel. Das ist immer, wenn ich merke, so von wegen, oh, hier hakt es. Dann ist es dieses so, warum hakt es? Wo muss man jetzt rangehen, um das auszuhebeln? Mich regen im Umkehrschluss aber auch bescheuerte Prozesse auf. Also das ist halt, also das eine bedingt das andere. Und was ich richtig, richtig gerne mag, ist, wenn man gesehen hat, irgendwo so, das ist Mist, und dann redet man mit anderen Leuten und die sagen, ja, das ist auch Mist, wo man sich denkt, ah, sehr gut, was ich nicht geirrt. Und dann dreht man an allen möglichen Hebeln zusammen, damit das besser wird. Und irgendwann flutscht das einfach. Da hast du so richtig schönen, geschmeidigen Flow und du musst dich nicht ärgern und das hält dich nicht auf irgendwie, und es klappt einfach. Und das ist dann so, weiß nicht, da fühle ich mich eine Woche lang richtig großartig, wenn ich das irgendwann mal realisiere, dass Teams es geschafft haben, ihre Prozesse zu optimieren. Das ist echt so, wo ich mir denke, so, boah, ist das ganz schön geiler Scheiß. Das macht Spaß. Ja. Aber jetzt für mich zum Verständnis, ich habe tatsächlich einen Master im Bereich Prozessmanagement. Ja. Aber ich bin kein weder Agile Coach noch Scrum Master und habe auch irgendwie immer gedacht, Prozessmanagement und Agile hat einen unterschiedlichen Fokus. Das ist doch richtig, oder? Prozessmanagement ist eher der Prozess im Fokus und bei Agile ist mehr der Mensch im Fokus, oder? Das ist korrekt. Ja, also die Prozesse müssen, also das ist genau, das ist ein Bestandteil des agilen Manifests. Da steht es Menschen über Prozesse. Da steht aber nicht, Menschen sind super, Prozesse sind Mist, okay, sondern das heißt, im Zweifel entscheiden wir uns für den Menschen. Mhm. Aber ein geschmeidiger Prozess sorgt dafür, dass Menschen zufrieden sind. Ja. Und ein ungeschmeidiger Prozess sorgt dafür, dass Menschen unzufrieden sind. Ja. Und wenn Leute unzufrieden sind, arbeiten sie nicht gerne, was ich sehr verstehen kann. Und dann kommt auch kein geiles Produkt raus. Also das heißt, das Interesse des Einzelnen, dafür zu sorgen, dass das Produkt super ist, endet im Endeffekt in einem besseren Produkt. Und das ist etwas, weshalb es sich lohnt, da drauf zu schauen. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber du gehst in eine Firma rein oder in irgendein Unternehmen, ja, und man redet so mit drei Leuten, ne, so, und wie läuft das hier so, wie ist das? Ne? Und dann bekommst du ein ganz hervorragendes Bild davon, was nicht funktioniert. Ja. Und dafür musst du nicht in irgendeine Superabteilung gehen oder so, einfach mal unten an die Basis irgendwie, hörst du mal an, so, was flutscht hier nicht? Und dann gehst du in fünf verschiedene Abteilungen und dann hast du drei Probleme, die gleich sind und zwei verschiedene Ausrichtungen so im Durchschnitt. Ne? Also es ist variiert. Aber du hast halt immer so ein Kernproblem. Und das ist meistens ein Teil der Unternehmenskultur. Und das ist dann der Moment, wo man als Agile Coach einsteigt, wo man dann sagt, ja, der Mensch hier ist wichtig, aber wir müssen weil der Mensch wichtig ist, müssen wir diese Prozesse verändern. Weil sonst hast du total demotivierte, nicht engagierte Mitarbeiter und das möchtest du nicht, weil du möchtest ein selbstorganisiertes Team haben und Selbstorganisation setzt Interesse voraus. Hm. Ja. Jetzt hatten wir gerade eben das Thema Scrum schon angesprochen. Was würdest du so als größte Herausforderung für deinen Job als Scrum Master sehen? Das ist, das variiert. Also das ist etwas, was ich festgestellt habe in den letzten 2 Jahren. Ich arbeite seit 2 Jahren als Scrum Master, Agile Coach. Und das variiert von Team zu Team. Das, was das Tolle ist, nämlich dieses in den Flow kommen und dass es flutscht, das setzt ein gutes Verständnis für das Problem voraus. Mhm. Und wenn man das Problem gut versteht, stellt man fest, dass es, auch wenn es ähnlich ist, anders ist als in einem anderen Team. Das heißt, man muss seine Fühler ausfahren und gucken, wie ist die Varianz, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, jedes Team ist verschieden. Es gibt Dinge, die funktionieren in einem Team super und es gibt Dinge, die funktionieren im anderen Team super.
Und du hast nie ein Standardrezept. Niemals. Und das ist einerseits auch wirklich interessant und sehr vielseitig und abwechslungsreich. Das ist aber auch krass anstrengend. Also gerade wenn man seine Aufmerksamkeit auf mehr als zwei Teams verteilt. Also ich kann das tatsächlich nicht empfehlen, irgendwie mit mehr als zwei Teams zu arbeiten, weil dann wirklich der Fokus flöten geht. Und durch dieses Switchen und diesen Fokusverlust irgendwie schwindet meine Arbeitskraft. Also mein das, was rauskommt am Ende. Dann habe ich nicht 50-50, sondern das sind eher so 30-30. Und das ist ziemlicher Mist. Und das alles unter einen Hut zu kriegen, das ist eine Herausforderung. Und ja, doch, da würde ich sagen, das ist das, was die größte Herausforderung ist. Dieses sich immer wieder drauf einstellen und es gibt keine Patentrezepte. Ja. Und das ist einerseits sehr toll, aber andererseits kann das auch wirklich, wirklich schlaufend sein, weil man sich denkt, warum klappt das nicht? Warum klappt das bei dem einen, bei dem anderen nicht? Und dann sehr abwechslungsreich, aber sehr anstrengend, das glaube ich auch. Ja. Und man muss sich halt immer, also man ist halt immer geschmeidig. Man ist der geschmeidige Teil da drin. Und manchmal will man nicht geschmeidig sein. Ja, das stimmt. Ich glaube auch, da ist dann halt auch wieder dieser Punkt, Arbeit an Menschen. Alle Menschen sind individuell. Ja. Bei manchen fällt es einem natürlich dann auch leichter, geschmeidig zu sein und auch zu bleiben. Ja. Und bei anderen wiederum nicht. Ja. Vor allem, es gibt ja einen Punkt, wo man sagen muss, bis hierhin und nicht weiter irgendwie. Das ist auch, also jetzt auch bei Prozessen oder so, wo man sagt, irgendwie, lassen wir mal die Kirche im Dorf, ne? Oder das muss verhältnismäßig sein. Es geht ja nicht nur, also nicht individuell, personell verschieden, sondern es gibt halt auch wirklich Sachen, wo man tatsächlich harte Kante zeigen muss. Also als Scrum Master, wo man sagt, okay, wir probieren das jetzt aus. Das und das funktioniert nicht. Das und das haben wir gemacht. Es ist gerade eine große Ratlosigkeit da und vielleicht auch keine Motivation. Das gibt es auch. Dann muss man halt einfach sagen, dieses so, wir machen das jetzt. Und das sollte immer das letzte Mittel der Wahl sein, weil Freiwilligkeit, großer Punkt. Und das Engagement ist einfach ein ganz anderes, wenn Leute sagen, ja, also im Idealfall sagen sie, ja, lass uns das ausprobieren. Irgendwie. Aber es gibt auch, wo man sagt, ja, mein Gott, probieren wir es halt aus. Schadet nicht irgendwie, ne? Und das ist so, wo ich, das ist für mich so neutral Null. Also wenn jemand mit neutral Null sagt, ja, es ist okay, probieren wir das aus, ist es für mich okay. Wenn jemand sagt so, wenn es sein muss, das ist nicht okay. Dann muss ich zusehen, dass da das Verständnis zum Beispiel wächst, warum das sinnvoll ist, dass wir das machen. Ich schweife ab. Du bist aber dann auch so ein, nicht nur Agile Coach und Scrum Master, sondern auch ein Stück weit Motivator, ne? Ja, manchmal, also ich habe ja die Annahme, dass man Leute aus dem Nichts heraus nicht motivieren kann. Also wenn keine Grundmotivation da ist, dann kann ich nichts machen. Aber was ich machen kann, ist tatsächlich manchmal auch zeigen, was schon erreicht worden ist. Weil das hatte ich gerade letztens, gab es sowas wie, oh, hier bewegt sich nichts und irgendwie, ich habe nicht das Gefühl, dass wir vorankommen und so weiter und so fort. Und das kann ich total verstehen, weil wenn man mittendrin ist, auch gerade in Veränderungen, dass ich manchmal denke, es ist immer noch nicht. Also wir sind immer noch nicht am Ziel und es ist immer noch nicht cool und es ist immer noch ätzend und es gibt auch Stellen, an die kommt man ganz, ganz schwer dran. Da ist halt Veränderung so gut wie gar nicht möglich oder so mikroskopisch. Und dann muss man sagen, hier, guck mal, das haben wir schon erreicht. Da habt ihr euch stark gemacht. Das ist was geworden irgendwie. Oder wenn zum Beispiel man strengt sich an und es kommt nicht das raus, was man sich gewünscht hat. Das ist ja auch demotivierend, ne? Wo ich gedacht habe, wir haben so viel Tamtam gemacht und das ist es, was rauskommt. Und ich denke, ja, aber weißt du, was das heißt? Ihr wurdet gehört. Und das ist das Ergebnis, was andere Leute sich ausgedacht haben. Das ist vielleicht nicht optimal, aber es ist besser als vorher. Also lass uns damit arbeiten und dann geht's weiter. Also das ist so ein bisschen laufende Leute motivieren, weiterzulaufen. Wenn jemand beschlossen hat, sich hinzusetzen, im emotionalen Sinn, wird es schwer. Ja. Das Thema Scrum kommt ja ursprünglich aus dem Bereich Softwareentwicklung. Ja. Jetzt könnte man da vielleicht denken, dafür muss man unbedingt, wenn man Scrum Master sein will, Informatik studiert haben oder eine IT-Ausbildung gemacht haben. Wie ist das denn bei dir? Wie kommst du aus dem technischen Bereich oder wie bist du eigentlich zum Scrum oder Agile gekommen? Ja, wie die Jungfrau zum Kinde, könnte man sagen. Ich komme überhaupt gar nicht aus dem Bereich. Also bevor ich mit meiner kleinen Lebensgeschichte überginge, möchte ich sagen, es ist hilfreich, aus dem IT-Sektor zu kommen. Also es ist eine gute Sache, wenn man Ahnung von Informatik hat, in irgendeiner Art und Weise. Es muss aber definitiv nicht sein. Man arbeitet mit Menschen und Prozessen. Punkt. Kannst du gut mit Menschen und Prozessen? Bist du gut selbst organisiert? Kannst du als Scrum Master arbeiten? Definitiv. Aber dadurch, dass das aus dem IT-Bereich kommt,
sind natürlich viele Leute ITler. Die haben halt aus einem Need heraus, nämlich unser System funktioniert nicht, unser Prozess funktioniert nicht, unser Framework funktioniert nicht, da muss es was anderes geben, bitte lass uns das geschmeidiger machen. Gab es dann so ein paar Leute, die sich da reingefuchst haben und immer besser geworden sind und immer weiter irgendwie in diese agile Welt eingetaucht sind und die dann irgendwann beschlossen haben, ich werde nicht mehr entwickeln, ich werde dafür sorgen, dass andere Leute gut entwickeln können. Und das sind dann die klassischen Scrum Master. Die haben den Vorteil, dass sie in der Lage sind, wenn Leute an irgendeinem Punkt stehen und nicht weiterkommen, sagen zu können, ey, warte mal, Moment mal, also das ist doch normalerweise so und so, so und so. Warum machen wir das gerade nicht? Also es kann sein, dass sie da unterstützen. Es kann aber auch sein, dass sie anfangen, Leute in eine Richtung zu schubsen. Das gibt es auch. Und das passiert zum Beispiel nicht, wenn man aus einem ganz anderen Bereich kommt, wie ich zum Beispiel. Und das ist ganz witzig, weil es ist immer so ein bisschen peinlich fast. Irgendwie, ich komme aus der Modebranche, ganz andere Baustelle. Ich bin Maßschneiderin. Okay. Und habe Modedesign studiert. Also studiert ist nicht richtig, ich bin staatlich geprüfte Modedesignerin. Und ich habe auch lange Zeit in dem Bereich gearbeitet. Ich bin zum Agilen, also als zum agilen Arbeiten gekommen, als ich irgendwann mal beschlossen hatte, aus dem Handwerksbereich rausgehen zu wollen und in die Industrie wechseln. Also ich wollte in die Industrie wechseln und ich habe mir irgendwie immer gedacht, ich müsste mal für das bezahlt werden, was ich so nebenbei mache. Ne? Also so nicht irgendwie Kleider designen und irgendwie Sachen nähen und irgendwie Kunden betreuen, keine Ahnung was, sondern dafür sorgen, dass Prozesse flutschen, dass Abläufe irgendwie okay sind, irgendwie, dass Leute gerne arbeiten, weil sie wissen, warum sie arbeiten, was ist der Purpose dahinter und so weiter und so fort. Und ich dachte, wenn das mal wer bezahlen würde, das wäre ganz schön geil. Mhm. Und ich hatte dann eine Projektmanagement-Schulung gemacht, weil ich mir gedacht habe, nimmst du das, was du an Erfahrung hast aus dem Handwerk und wechselst quasi mit einer Weiterbildung irgendwie dann in den industriellen Bereich. Und im Rahmen dieser Projektmanagement-Schulung gab es so ein dickes, fettes Buch und irgendwann mal auf Seite, haben mich tot, 378 oder sowas ähnliches, gab es eine Doppelseite, die sich mit Scrum beschäftigt hat. Oh, eine Doppelseite. Ich habe viel Platz da gelassen. Und da gab es dieses berühmte Scrum-Bild. Und also diesen Scrum-Prozess, ne? Diesen PDCA-Zyklus. Und ich so von wegen, was ist das denn? Lustig. Erst einmal ein Bild, was kein Wasserfall war. Und dann habe ich mir gedacht so, boah, krass, das ist, wie ich arbeite. Und es gibt Namen dafür. Es gibt Leute, die schreiben Bücher zu dem Thema. Und da war ich so richtig so mind blown. Weil ich habe immer gedacht, ich arbeite umständlich und teuer. Aber am Ende kam halt immer das perfekte Ergebnis raus. Und das war halt immer der Deal. Und ich habe halt gedacht, ich habe eigentlich keine Ahnung, wie es geht. Ich stelle mich nur an. Es gibt bestimmt einen Weg, wie es besser geht. Und dann habe ich festgestellt, nein, das ist der optimale Weg. Also ausprobieren, checken, verbessern, ausprobieren, checken und so weiter und so fort. Und dann habe ich mich da mal reingekniet. Und da bin ich aus Zufall ich habe jemanden, also der Freund von einem Freund arbeitet als Agile Coach. Und ich habe mir damals so gedacht, wie komme ich denn da rein? Also ich muss mit irgendjemandem reden, wie der das gemacht hat irgendwie, weil ich auch gedacht habe, ich muss IT-Mensch sein, damit ich das machen kann. Aber irgendwo tief drin war so die Annahme, dieses kann da nicht sein, weil das, was die da wollen, irgendwie das kann ich, das mache ich schon seit Jahren. Mhm. Und dann hatte ich mich mit meinen späteren Kollegen dann unterhalten und ich habe gemeint so von wegen, wie bist du denn da hingekommen irgendwie und wie findest du das mit agilem Arbeiten und so weiter und so fort. Und wir haben uns da mal ausgetauscht und er meinte irgendwann so, wir suchen jemanden bei uns, magst du dich nicht mal bewerben? Und ich so, als Praktikant? Und er meinte, nein, natürlich, immer gleich richtig. Irgendwie, wo ich mir auch gedacht habe, wichtige Message, Sandra, Ausrufezeichen, immer gleich richtig. Ja. Runterleveln kann man ja dann auch. Eine sehr wichtige Nachricht. Danke, Holger, an dieser Stelle. Und dann habe ich da angefangen zu arbeiten und ich habe einfach gemerkt, es klappt. Es klappt einfach wirklich, wirklich gut. Und das war ein bisschen Glück, anders kann man es nicht sagen. Aber ich habe halt einfach schon echt viel mitgebracht. Und da war mein Arbeitgeber halt auch einfach wirklich überzeugt von mir. Also sie haben mir eine Chance gegeben, aus einer Vermutung heraus, dass ich das kann. Und ich habe bewiesen, dass ich es kann. Das war ganz schön cool. Ja, ja, du sagtest gerade, du hast sehr viel mitgebracht. Was würdest du denn sagen, was so die wichtigsten persönlichen Kompetenzen sind, die man mitbringen sollte? Selbstorganisiert und selbstständig. Also das, was du von den anderen willst, solltest du selber leben, definitiv. Das ist die eine Sache. Dann eine große Tüte Empathie. Also man muss die Fühler rausfahren. Warum? Also das kann, also eher eine große Portion Empathie,
Die kann aber verschieden hoch sein. Also eher empathisch, aber man muss jetzt nicht den Leuten hinterherlaufen und sagen, was ist los? Ich habe gesehen, du bist unglücklich. Das sind dann die Scrum-Mutis und Scrum-Fatis, die will man nicht. Aber das ist etwas um Offenheit. Also man muss offen sein, respektvoll, also die berühmten agilen Werte, ne? Mutig, offen, respektvoll, fokussiert. Und was ich gemerkt habe, was sehr gut, also mir beim Arbeiten hilft, ist, dass ich sehr transparent bin, also ich bin kalkulierbar. Also die Leute kennen mich nach kurzer Zeit und wissen, wie ich so drauf bin und was sie von mir erwarten können. Und das mache ich ziemlich klar. Also ich hoffe, ich mache das ziemlich klar, weil sie dann wissen, worauf sie sich einlassen. Und wenn man kalkulierbar ist, kann man eher das Vertrauen der Leute gewinnen. Und ja, das ist wichtig. Und eine Tüte Hartnäckigkeit. Das schadet. Weil manchmal, das schadet nie, das stimmt mir. Ja. Man muss manchmal, also manchmal muss man Dinge 2, 3 oder 4 Mal angehen und man bekommt auch immer wieder mal Absagen. Ne? Also geht nicht, geht gerade nicht, geht gerade deswegen nicht, geht wegen was anderem nicht, wo man sagt, alles klar, kein Thema, ich komme wieder. Tüte Humor schadet auch nicht. Ja. Das schadet auch nie. Ja. Abschließend, wenn jetzt irgendjemand sagt, boah, jetzt habe ich durch dieses sympathische Interview richtig Bock drauf, das auch zu machen. Mhm. Was wäre dein Tipp? Was sollten die nächsten Schritte sein? Und wärst du auch ein Holger für andere Personen? Wärst du ein Holger? Wie schön. Naja, wenn du gesagt hast, ja. Danke dafür. Ne? Ja. Ich wäre ein Holger für andere Personen, definitiv. Das ist auch etwa, also das. Das ist eine Sache, also ich würde sagen, anfangen würde ich mit, ich würde mir mal ein paar Bücher reinziehen oder online gucken. Also es gibt viele gute Artikel über Agilität allgemein. Ich habe auch noch keinen gelesen, wo richtiger Murks drin stand, ehrlich gesagt. Und es gibt viele gute literarische Grundlagen für agiles Arbeiten allgemein und für Scrum im Speziellen. Also da kann man mal gucken, was liegt mir da so mehr. Will ich irgendwie Coaching-Haltung gehen, also will ich ins Coaching gehen und eine Coaching-Haltung entwickeln? Oder möchte ich tatsächlich eher am Prozess arbeiten, also näher am Prozess arbeiten, dann da kann man mal gucken, was einen so eher interessiert. Ich habe Bücher? Also was ich habe, also genau, ich habe ein Buch, das heißt Agiles Coaching, das ist von Judith Andresen. Darf ich das empfehlen? Darf ich das mal? Ja. Selber gekauft. Das fand ich sehr gut, also das ist wirklich, wirklich klasse. Dann habe ich Scrum, also das Buch Scrum von Boris Gloger, das ist auch ein wirklich gutes Buch, mit dem man auch schon wirklich viel, viel Wissen anhäufen kann, mit dem man dann irgendwie in Testphasen gehen kann. Jürgen Apello, Managing for Happiness, und von Leloux, Reinventing Organizations. Das sind 4 Bücher, wenn man die gelesen hat, ist man gut aufgestellt, definitiv. Zweiter Schritt, den ich dann empfehlen würde, tatsächlich ist, häng dich mal in die agile Community rein. Also es gibt eine große, große agile Community. Man kann über Meetup da reingehen, man kann über Scrum-Tische da reingehen. Also auch da kann man irgendwie, keine Ahnung, Remote-Meeting googeln und man bekommt Unmengen rausgespuckt. Und dann kommt das, was mein Holger ist sozusagen, man fängt an, mit Leuten zu reden. Und ich habe festgestellt, Leute in der agilen Szene sind sehr kommunikativ und sehr hilfsbereit. Und das ist natürlich dann in dem Moment ausgesprochen praktisch. Und ja, dann legt man einfach los. Und dann gibt es einen Punkt, da muss man sich einfach trauen. Man muss sich trauen, sich zu bewerben, auch wenn man noch nicht ganz fertig ist. Und man muss sich trauen, sich als richtig echter Vollzeitarbeitnehmer zu bewerben, nicht nur als Praktikant. Runterschrauben geht danach immer noch. Also, ja. Ja. Was habe ich gerade vergessen? Ah, eine Sache wollte ich noch sagen. Achso, genau. Es gibt ja diese Scrum-Zertifikate. Und ich habe jahrelang, also ich habe immer noch keins, aber ich arbeite als Scrum-Master und dementsprechend ist es möglich. Es ist auch nicht, also es ist einfach nur ein Zettel und den füllt man halt aus und das ist fein. Also das prüft einfach ab, ob du das agile Manifest verstanden hast, was total sinnvoll und wichtig ist. Man kann ohne diesen Zettel leben, auch eine Arbeit finden, aber viele Firmen haben das als Eingangsvoraussetzung. Und wenn man unbedingt das machen möchte und wenn man sozusagen ein Häkchen auf dieser Qualifikationsliste mit 200 Euro und 1,5 Tagen Lernen abhaken kann, macht das vielleicht Sinn. Ja,
Da aber vielleicht tatsächlich auch nochmal das, was mir so entgegenkam. Ich habe mich ja mit dem Thema auch beschäftigt und danke, dass du mein Holger warst. Tatsächlich reicht es aus, sich vielleicht auch mal mit jemandem darüber zu unterhalten, der so eine Prüfung gemacht hat, zu sagen, was waren denn so die Kernpunkte? Da müsst ihr keinen teuren Kurs vorwegschalten, auch wenn wir natürlich gerne Weiterbildungen an euch vermitteln wollen. Im Bereich Scrum haben wir noch nichts, aber ja, da spart euch vielleicht auch den einen oder anderen Cent für was, für ein gutes Buch. Ja. Und ja, geht in eine andere gute Weiterbildung. Ja, und sprecht mit den Leuten. Ich glaube, das bringt euch mehr als tatsächlich jetzt einen teuren Vorbereitungskurs für dieses Scrum-Zertifikat zu machen. Meine Erfahrung, ich habe eine Ausbildung zum Agile-Coach gemacht. Das war über einen langen, langen Zeitraum hinweg. Ich glaube, es waren sechs Wochenenden, also je 3 Tage, über 6 Monate, 7 Monate, ach egal, über einen längeren Zeitraum. Und als Agile-Coach kann ich das schwer empfehlen. Also tatsächlich, es ist eine teure Angelegenheit und es ist eine langfristige Angelegenheit, aber da geht es ganz stark um eine Coaching-Haltung. Ja. Und diese Coaching-Haltung zu trainieren, ist wirklich, wirklich wichtig, weil sonst hast du eine hervorragende Möglichkeit geschaffen, irgendwie dich selbst in kürzester Zeit ins Aus zu kegeln. Mhm. Und dementsprechend, also wenn der Weg zum Agile-Coach geht, lohnt es sich, da eine solide und ordentliche Ausbildung zu machen. Wenn du ein Scrum-Master werden möchtest, kann man im Selbststudium hervorragend seine Knowledge Base aufbauen und dann ins Feld gehen, oh Gott, Kriegsmythologie. Also man kann seine Knowledge Base aufbauen und dann kann man losgehen irgendwie und einfach ausprobieren, was geht. Dann kann man in die Teams gehen und gucken, wie reagiert das Team darauf? Wo ist das Problem von diesem Team? Was möchten sie gerne ändern? Was kann ich dafür, dagegen damit tun, damit das funktioniert? Also als Scrum Master kann man ohne Ausbildung ganz hervorragend zurande kommen. Definitiv. Als Agile Coach würde ich das wirklich schwer empfehlen, eine Ausbildung zu machen und auch mal eine Weile im Job gewesen zu sein. Also man muss sich viel, 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 viel mit Menschen auseinandergesetzt haben, großes Verständnis dafür haben, warum Dinge passieren, warum machen kluge Leute komische Dinge. Wichtige Frage. Ja. Weil alles Handeln Sinn ergibt, Systemtheorie und so weiter und so fort. Also da muss man ein bisschen mehr Hintergrundwissen haben und das lohnt sich, das über einen längeren Zeitraum in sein Hirn sickern zu lassen und aktiv daran zu arbeiten. Sandra, vielen lieben Dank für deine Zeit und den Einblick ja, in dein Leben als Agile Coach und Scrum Master. Ich glaube, da kann man sich wirklich Stunden drüber unterhalten und wir haben es ja tatsächlich auch schon zweimal getan, uns über das Thema zu unterhalten. Es ist immer wieder toll. Du hast eine unfassbar mitreißende, positive Art, der ich sehr gerne lausche. Also ja, wir kennen uns tatsächlich ja bisher auch nur digital. Vielleicht klappt es ja irgendwann mal auf dem Käffchen in Würzburg. Wenn ihr Fragen habt, die wir gerne noch an Sandra weiterleiten dürfen oder in einem zweiten Interview vielleicht nochmal klären sollten, dann ja, schreibt uns einfach eine E-Mail oder kommentiert unseren Post auf LinkedIn oder auf Xing. Wir freuen uns, wenn wir euch die spannenden Themen weiterhin mitgeben können und ihr einen kleinen Einblick in die Bereiche bekommt. Ja, vielen Dank für eure Zeit, Elli und Sandra, und vielen Dank fürs Zuhören da draußen und bis demnächst. Bis bald. Tschüss. Tschüss.